Okay, es geht weiter. Und ich habe was gemacht. Ich habe ihn ein Level erhöht und ich habe noch seine Punkte, also seine AP-Punkte, bisschen trainiert, damit er diese Attacke jetzt lernt. Energiewellen-Kombo. Okay, das ist ja wichtig. Und jetzt kann es losgehen mit dem Boss. Hoffe ich jetzt mal, dass jetzt der Boss kommt. Gut so. Okay, das ist wohl der Ofen. Er ist jetzt Level 12. Wow, das ist der magische Ofen. Mann, der ist riesig. Anin, bist du da? Eine Frau. Wer in aller Welt bist du? Wie soll ich bei diesem Getöse schlafen? Ja, jetzt freut er sich. Bist du Anin? Anin? So hat mich schon lange keiner mehr genannt. Aber ja, ja, ich bin Anin. Hör zu, du musst etwas für mich tun. Lösche das Feuer des Ofens für mich. Was? Ihr sollt die Flammen ersticken? Was geht mit dir denn ab? Papa ist vom Feuer des Ofens umgeben. Er steckt in der Falle. Bestimmt schon schön verrostet. Papa? Wer bist du überhaupt? Ich bin Chichi, die Tochter des Rinderteufels. Wer ist das? Hallo? Der Rinderteufel lebt auf dem Bratpfannenberg? Das ist der Berg hinter diesem hier, oder? Das bedeutet, es muss ein Loch oder so am Ende des Ofens geben. Hä? Okay. Bitte, du musst das Feuer löschen. Ja, denk nicht nach, mach es. Das kann ich nicht. Was? Warum? Wieso nicht? Wenn ich den Ofen ausmache, entsteht Chaos hier. Und im Jenseits willst du das? Ah. Das wäre auf jeden Fall interessant, aber... Es entsteht Chaos. Chaos. Bitte, wir müssen den Ofen ausmachen, bevor es zu spät ist. Du willst zusehen, wie die Welt in Unordnung gerät, ja? Wenn das Feuer nicht gelöscht wird, verbrennt der Rinderteufel. Komm schon, du musst mir helfen. Rette meinen Vater. Du willst also die Welt in Unordnung bringen, um das Leben eines einzigen Mannes zu retten? Ich weiß nicht, okay? Jetzt sag mir schon, wie ich den Ofen ausmachen kann. Wenn du gegen mich kämpfst. Himmel, du hast jeden Fall alle Hand mumm. Du willst den Ofen ausmachen? Dann dreh einfach den Knopf da drüben ganz aus. Dann ist er auf jeden Fall aus. Aber vorher will ich wissen, wie ernst es dir wirklich damit ist. Okay. Energiewellen-Kombo. Das sieht doch mal geil aus, die Attacke. Kamehameha. Mehameha. Okay, Energiewellen-Kombo. Ich will irgendwie... So, ob... Okay, Energiewellen-Kombo. Kamehameha. Mehameha. Willst du mich verarschen, oder was? Kombination. Kombination, komm. Verrecks. Energiewellen-Kombo. Komm, nichts soll verfehlen. Ach, einmal schon. Kamehameha, komm. Meha, meha, stirb. Du Hund. Einfach nochmal angreifen. So. Scheiße, er ist jetzt blind. Key-Kapseln habe ich nur eine. Willst du mich verarschen? Wieso hatte ich nur eine? Ich habe doch mehrere schon gefunden. Kamehameha, das muss jetzt treffen. Jetzt verfehl das nicht. Ha! Willst du mich verarschen? Ach, scheiße. Pff.
Einfach angreifen mal. Ich hasse diesen verfickten Boss. Ey, wann ist der verfickte Zustand weg? Willst du mich verarschen? Kleine Bohne. Scheiße, der Zustand nervt richtig. Angriff. Okay, jetzt ist er wieder normal. Jetzt bist du dran, du Schlampe. Komm her. Jetzt musst du treffen. Bist jetzt tot? Ja, so ein... Ach, so lange hat es gedauert, wegen... Nur weil ich verwirrt war. Oder nein, blind war. Ach so, ich krieg ja keine Karotte aus hier. Das wäre schon eine menschliche Karotte. Nur. Schau nach oben, über den Topf. Siehst du den Dampf, der aufsteigt? Ja. Dieser Dampf verwandelt sich im Nebel und setzt sich am Berggipfel ab. Und hier liegt das Problem, Son Goku. Was, der Nebel? Wenn der Ofen aus ist, verschwindet auch der Nebel. Und? Der Nebel ist eigentlich das Portal zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Jeder, der in dieser Welt stirbt, geht durch den Nebel ins Jenseits. Und Leute im Jenseits können beiseite dadurch zurück, um ihre Kinder zu sehen und so. Ah. Aber wenn der Ofen aus ist, verzieht sich der Nebel. Die Seelen der Toten oder Besucher können nicht mehr ins Jenseits gelangen. Die Welt wäre voll mit wandernden, rachsüchtigen Seelen. Die ganze Welt würde in Panik versetzt werden. Verstehst du das nicht? Doch, ich verstehe es. Ich verstehe es, aber Son Goku vielleicht nicht. Na, wieso schalten wir den Ofen dann nicht nur kurz aus an ihn? Nicht so lange, dass sich der Nebel ganz auflöst. Geht leider nicht. Wieso nicht? Wenn der Ofen aus ist, dauert es über 2000 Jahre, um ihn wieder anzufeuern. Ach du Scheiße. Das wären finstere Jahrtausende. Klingt das wünschenswert? Tja, und wir können verhindern. Ah, Und wie können wir verhindern, dass die Flammen aus dem Ofen schießen? Komm schon, du musst uns helfen. Es muss eine Möglichkeit geben. Komm schon, hilf uns, hey. Nun, es gibt einen Ausweg. Hast du sowas hier schon mal gesehen? Boah, der Banjo-Fächer. Wow, Lady, du hattest ihn die ganze Zeit? Hey, Lady, nennst du mich? Hör mal, Kindchen, wofür hältst du denn mich? Ich bin Anin, die große Aufseherin. Ich bewache diesen Ofen seit tausenden von Jahren. Und kein Mann hat mich gevögelt bisher. Boah, tausende von Jahren? Mann, dann bist du keine Lady, sondern eine alte Oma. Du kleiner Bengel, manche Dinge sollte man besser nicht aussprechen, weißt du? Ich sag immer das, was ich will. Was machst du denn jetzt? Übertreib doch. Hier ist das eine Riesenmuschi. Was, willst du wieder gegen mich kämpfen oder was? Oh, ich kenne deine Fähigkeiten jetzt gut genug, danke. Riesenbeine. Riesenbrüste. Groß an ihn, sag uns, wie wir Papa retten können. Dazu braucht ihr mehr als den Banjo-Fächer. Ihr braucht auch etwas, um das Loch am Boden des Ofens zu verstopfen. Okay, was? Das ist alles? Na, dann gehe ich mal und hole, was wir brauchen. Ich fürchte, was wir brauchten, ist nicht so leicht zu bekommen. Ist es nicht? Also, was ist es denn? Der Boden des Ofens ist aus Schalen von Eiern des Feuerfresservogels gemacht. Feuerfresservogels? Des Feuerfresservogels? Genau, wir brauchen also eine Schale, um das Loch zu stopfen. Und wir brauchen auch Honig von einem achteckigen Bienenstock, um die Schale festzukleben. Okay. Wow, also eine Eierschale und Honig, was? Und wo finden wir diese Dinge an ihn? Der Feuerfresservogel lebt auf dem Berg Kiwi-Vulkan, glaube ich. Und was den Honig angeht, ja... Was den Honig angeht? Ich habe jahrtausende lang keinen gebraucht, weißt du? Aber ich wette, Muten Roshi weiß es. Oh, Muten Roshi? Alles klar, dann gehe ich mal und besorge dir die Schale und den Honig. Gut, mach so schnell du kannst. Wir brauchen diese beiden Sachen, bevor wir weitermachen können. Gut so. Okay, ich gehe mal zu Froster Berg.
Trainingsinsel. Göttlicher Übergang. Wo ist der Böse? Wo ist der Vulkan? Hallo, Vulkan. Aber erstmal zum Muten Roshi, Kami-Haus. Muten Roshi, sag uns es. Hey, Muten Roshi. Kannst du mir sagen, wo es einen achteckigen Bienenstock gibt? Oh, Son Goku, was in aller Welt hast du getrieben? Jetzt sind alle wieder da. Ah, verstehe. Nun, ich habe gehört, eine Dame namens Hakake sammelt diesen Honig. Sie wohnt beim Berg Frappe. Danke, dann gehe ich als nächstes wohl dahin. Frappe? Kiwi? Was? Chichi, du bleibst besser hier. Son Goku. Ich will mir nicht einmal vorstellen, welchen Gefahren ich mich ab jetzt stellen muss. Ich kann nicht zulassen, dass du all dem ausgesetzt wirst. Das musst du verstehen, Chichi, das musst du verstehen. Okay, aber bist du sicher, dass du alleine klarkommst, Son Goku? Jetzt fragen die anderen, sollen wir mitkommen? Ja klar, kommt mit. Hoffe ich mal, kein Problem, ich komme locker klar mit der Suche. Jetzt kommt Krillin, niemals! Warte! Hä? Hä? Ich habe die ganze Geschichte gehört, Son Goku. Wenn Chichis Papa in Schwierigkeiten steckt, helfe ich auf jeden Fall mit. Und ich dann auch. Hey, ich lasse dich da nicht alleine in Rappenlicht stehen. Nimm mich mit, Son Goku. Komm, Tenshinhan, und du auch, komm schon. Krillin und Yamshu. Ja, tut mir leid, Kumpels, aber... Warte eine Minute, Son Goku, du solltest mich nicht vergessen. Tenshinhan. Also dann los. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Richtig, die Schale vom Feuerfresservogel und etwas Honig, ja? Das wird ein Klacks, wenn wir alle zusammenhelfen. Du kannst jetzt dir Z-Kombo-Verzeichnis ansehen. Du kannst jetzt deine Z-Kombos über die Kristallkugel im Menü ansehen. In diesem Z-Kombo-Verzeichnis kannst du alle Z-Kombo-Notizen sehen, die du erhalten hast. Diese Notizen erhalten Hinweise, wie du Z-Kombos zu größeren Kombos verbinden kannst. Überall in der Welt sind versuche sie alle zu finden. Ey, was geht, du Schwein? Du kannst aus 100% der Kämpfe entkommen. Ist das ein Item? Okay. Warte mal, wo? Bei der Kristallkugel hat sie gesagt. Was habe ich denn jetzt? Landung, Sprint? Sprint aus und die Gegnerschläge tritt oder mach sowas, was du gewinnen kannst. Okay, alle. Okay, das gibt so viele Kombos, aber ich habe doch welche gefunden. Hallo? Ach so, ich brauche noch einen. Hypersprint. Okay. Aber wo ist der Berg, verdammt? Wo zum Geier soll ich suchen? Berg Kiwi. Was ist das? Ah, Kiwi-Vulkan. Mit mehreren Leuten dahin zu gehen ist besser. Dün, 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 speichern. Zum Glück bin ich zu Kami ausgegangen, sonst wäre ich hier alleine rumgegangen, glaube ich mal. Warte mal. Okay, wir haben Schuss Level 10. Okay, jetzt gehe ich mal hier rum. Alles für die Truhe, alles für die Truhe. Giftkarte erlangt. Alles für die Truhe. Okay, das haben wir jetzt auch. Scheiße. Ah, ich habe eine Idee. Verdammte Scheiße, sind alle geschwächt. Kamehameha. Energiewellen-Kombo. Mehr vom Angriff auf den hier. Übertreib mit den Schaden.
Rennen. Flucht. Ach du Scheiße. Ey, raus mit mir, raus mit mir. Verdammte Scheiße nochmal. Die wollen mich doch verarschen. Verdammte Kacke. Was bist du für ein Kumpel? Kombination, Angriff. Rengeki. Ach du Scheiße, bist du schwach. Willst du mich verarschen? Du Drecksvieh, stirb. Angriff, Angriff, Angriff. Was hast du mit mir jetzt gemacht? Er will mich verarschen. Wie viel Lebenspunkt hat der? Okay. Desto des. Kamehameha. Und heftiger Angriff. Komm. Verdammte Scheiße. Ach, ich bin auch über den Limit schon. Okay. Okay, im nächsten Part geht's weiter.